Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem Reading für den kommenden Neumond am Sonntag, der im Zeichen des Widders stattfinden wird. Ja, meine Lieben, dieses Reading ist jetzt speziell für all diejenigen gedacht, die vielleicht bereits mein letztes Vollmond-Reading gesehen haben und bei denen es jetzt tatsächlich darum ging, einen karmischen Zyklus ihres Lebens zu beenden. Und ich weiß aus euren Nachrichten, ja, dass es wirklich bei sehr vielen der Fall war, dass ihr euch durchgerungen habt, Abstand zu nehmen von Situationen, von Glaubenssätzen, von Verhaltensmustern, aber natürlich auch von Personen, bei denen ihr schon längere Zeit gespürt habt, dass sie eurer Seele nicht gut tun. Also wenn du jetzt bereits spürst, ja, dass das für dich zutrifft, dann ist dieses Reading für dich wichtig, denn dieser Neumond, wie auch der Name schon sagt, ja, setzt natürlich jetzt einen Akzent für den Neubeginn. Und für diese Mond-Readings, ja, da lasse ich mir immer ein bisschen was Spezielles einfallen. Und dieses Mal hatte ich eine ganz klare Intuition, über diesen Neubeginn zu sprechen. Denn ich habe viele Nachrichten von euch erhalten. An der Stelle noch ein kurzer persönlicher Einwand. Ich bitte euch, euch wirklich mit den Nachrichten wieder ein bisschen zurückzuhalten. Ich kann nicht alle Nachrichten beantworten. Und vor allem möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, es geht einfach für mich viel zu viel Zeit verloren, wenn ihr mir immer wieder Fragen stellt und um Rat bittet. Ja? Ich versuche das so gut es geht zeitlich zu machen, nur wenn ich morgens meinen Laptop aufmache und ich sehe 30, 40 E-Mails und davon sind 20 mit Fragen, ja, wo ich beratend tätig werden sollte, das kann ich einfach nicht leisten, ja, weil er geht mir auch zu viel Zeit für die Readings verloren, für die persönlichen Readings. Und da bitte ich euch einfach Nachsicht zu haben, ja, wer eine Beratung buchen möchte, wer ein Reading buchen möchte, der kann mich anschreiben. Ich arbeite mit Warteliste, aktuell ist die aber auch voll, ja, proppenvoll. Aber ich kann es einfach schlichtweg nicht leisten, auf E-Mail-Anfragen immer beratend zu antworten. Ja, das geht nicht, das werde ich auch nicht mehr machen, ich muss da auch für mich Grenzen setzen. Einfach weil mir viel zu wenig Zeit sonst für die Readings bleibt, ja, und natürlich auch für die Arbeit hier auf YouTube und auf Facebook und natürlich letztendlich auch für mein eigenes Leben noch, ja. So, das ist jetzt nur mal kurz in eigener Sache, aber das war mir wichtig. Ich habe jedenfalls aus euren Nachrichten immer wieder die Frage rausgehört, so, liebe Uli, ja, jetzt habe ich was losgelassen oder jemanden, ich habe eine Situation abgeschlossen, was jetzt? Und genau damit möchte ich mich heute mal beschäftigen in diesem Reading. Und dazu habe ich mir überlegt, mal die ersten vier Karten des Tarots zu nehmen, ja, und zwar, das Tarot besteht ja aus der großen und der kleinen Arkana. Und die große Arkana, bestehend aus 22 Karten, ja, ist quasi ja, der Weg der spirituellen Reise eines Menschen. Und ich habe mich heute dazu entschlossen, die ersten vier Karten hier mal für euch aufzulegen. Ja, wir sehen hier an erster Position den Narren mit der Nummer 0. Das ist quasi hier der Bursche, der wirklich für den absoluten Neubeginn steht. Dann der Magier mit der Nummer 1, der auch diesen Neubeginn verkörpert, allerdings schon ein bisschen strukturierter. Ich komme dazu nachher natürlich ausführlich. Dann mit der Nummer 2 die Hohepriesterin und mit der Nummer 3 die Herrscherin. Und diese Karten haben mir jetzt als Grundlage gedient, ja, vielleicht auf einige Fragen von euch jetzt eingehen zu können. Was passiert jetzt in meinem Leben, wenn ich tatsächlich etwas losgelassen habe, vielleicht zum ersten Mal seit sehr langer Zeit mich dazu durchringen konnte, einen Kreislauf zu beenden oder zumindest auch nicht wieder neu einzusteigen? Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt vielleicht, ich bin ja immer gern dabei, das mit Beispielen zu erklären, damit es einfach für euch greifbarer wird. Nehmen wir an, du hattest eine
ja, Liebesbeziehung oder eine Wunschpartnerschaft, ja, die dich jetzt vielleicht Wochen oder Monate lang, bei manchen sogar jahrelang, in einer Art Schleife gehalten hat, in einer Art Wiederholungsschleife, aber es hat sich nie so entwickelt, wie du dir es dir gewünscht oder erhofft hättest. Ja? Es kam immer mal der Gedanke auf, ich muss das loslassen, ich muss hier aussteigen, ich möchte so gern diese Energie loswerden, ja, ach, könnte ich ihn oder sie einfach nur vergessen. Aber bislang warst du in dieser Schleife gefangen. Und jetzt hast du wirklich vielleicht mit dieser grandiosen Unterstützung des letzten Vollmondes, der unglaubliche Kräfte für diesen Prozess zur Verfügung gestellt hat, es geschafft, diesen Kreislauf zu verlassen, diese Schleife nicht mehr neu aufzurollen, sondern du hast dich dazu durchgerungen, hier wirklich einen Zyklus deines Lebens zum Abschluss zu bringen. Dann musst du dir vorstellen, dass dieses Verfahren quasi jetzt erstmal ein Loch hinterlässt, denn wenn du wirklich in so einem Kreislauf gesteckt hast, weißt du, wie viel Energie man ja dann tatsächlich in diese Vorgänge, in diese Partnerschaft, diese Wunschpartnerschaft oder überhaupt auch an die andere Person sendet, ja, die jetzt im Moment dir selbst zur Verfügung steht, aber du weißt noch gar nichts damit anzufangen. Ja, das ist immer so, wenn wir etwas freilassen, dann ist es zwar auch befreiend, aber es hinterlässt trotz allem auch erstmal eine Lücke. Und bei vielen ging es jetzt in den Nachrichten darum, die wollten von mir wissen, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ja, wo stehe ich jetzt? Was passiert jetzt? Wie finde ich eine neue Richtung für mich? Ja, wie kann ich diese alten Gedanken loslassen? Und darum soll es heute gehen, denn das Tarot mit den vier ersten Karten gibt uns da einige wichtige Impulse. Und ich habe einfach diese Intuition erhalten, dass der Neumond unglaublich unterstützend für dich ist, diese Energien jetzt anzunehmen. Beginnen möchte ich mit dem Narren. Ja? Der Narr ist ein mutiger Bursche. Es geht vor allem darum, jetzt den Mut auch zu haben, nach vorne zu schauen. Ja? Der Narr schaut nicht mehr zurück. Und wenn ihr euch immer wieder fragt, wie schaffe ich es denn, die alten Gedanken loszulassen? Wie schaffe ich denn, tatsächlich von dieser Situation Abstand zu gewinnen? Dann seid ihr trotz allem immer noch mit eurem Fokus auf dieser alten Situation oder bei dieser Person, die ihr eigentlich loslassen wolltet. Das heißt, allererster Schritt, meine Lieben, ist es, nicht mehr zurückzuschauen. Sicherlich kommen noch Gedanken auf, das kann man gar nicht verhindern, ja? Aber wenn du dich dabei ertappst, ja, dass du dich wieder fragst, wie schaffe ich es denn nicht mehr an ihn oder sie zu denken? Wie schaffe ich es, diese Erinnerungen zu verdrängen, ja? Wie schaffe ich es, zu widerstehen, wieder zu schreiben oder Kontakt zu suchen? Dann halte dir wirklich vor deinem geistigen Auge ein Stoppschild hoch, ja? Und beame dich in dein Hier und Jetzt. Ich habe das an anderer Stelle schon mal in einem Video gesagt, ja, vielleicht ist das ein gutes Mantra für einige von euch. Konzentriere dich nicht darauf, den anderen oder diese Situation sein zu lassen, sondern fokussiere dich auf dein eigenes Sein. Und damit meine ich wirklich in dem Moment, wo du diese Gedanken hast oder wo du wieder zurückfällst in alte Sehnsüchte, ja, versuch dich in den jetzigen Moment deines Lebens gedanklich zurückzuholen. Sei aufmerksam bei dem, was du gerade tust und tue dies mit deiner ganzen Hingabe. Ja, ich glaube, das war so ein buddhistischer Mönch, der mal gesagt hat, seine Lebensphilosophie ist ganz einfach. Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schlafe, schlafe ich. Wenn ich spazieren gehe, gehe ich spazieren. Ja, also das heißt, bei allem, was du tust, versuche im Augenblick zu sein und das Beste aus diesem Augenblick zu machen und zu gewinnen.
Das ist die heilsamste Methode, um Vergangenes wirklich auch in der Vergangenheit zu lassen. Das Vergangene ist vorbei. Die Zukunft, ja, die ist noch nicht da. Das, was du in dem Moment, in dem es dir schwerfällt, wirklich zur Verfügung hast, ist der jetzige Moment in deinem Leben. Und ganz besonders wirkungsvoll ist es, wenn du dann in diesem Moment, in dem du dich befindest, auch noch eine Winzigkeit, wenn es nur eine Winzigkeit ist, finden kannst, für die du dankbar bist. Dann kreierst du in dem Moment, in dem du fast wieder in diese Energie des Mangels und der Bedürftigkeit, der Sehnsucht gerutscht wärst, kreierst du in diesem Moment sofort eine Energie der Fülle in dir. Denn wenn du dankbar für etwas bist, ja, dann ist es eine erfüllende Energie, die du dann natürlich auch wieder ausstrahlst. Also ganz wichtig bei dem Narren, der schaut nur nach vorn. Ja? Ich sage zu der Karte auch oftmals, für mich ist das so diese Tabula Rasa Karte. Ja? Und da kannst du dir wirklich bildlich eine Tafel vorstellen, eine Tabula, eine Schultafel, die bislang beschrieben war, vielleicht von all dem, das dich belastet hat, das du jetzt loslassen möchtest oder auch schon getan hast. Und der Narr kommt wirklich mit einem dicken, fetten Schwamm und wischt diese Tafel sauber, so dass du jetzt die Möglichkeit hast, die Tafel neu zu beschreiben. Mach dir bewusst, du stehst wirklich am Beginn einer neuen Lebensphase, wenn du etwas für dich Wesentliches zum Abschluss bringen konntest, ja. Und da brauchst du zum einen den Mut, wirklich nach vorne zu gehen. Und was ganz wichtig ist, du brauchst auch den Glauben an dich selbst. Wenn du dir selber immer wieder sagst, oh, ich schaffe das nicht, ihn oder sie zu vergessen, oder ich möchte es jetzt nicht nur auf einen Menschen beziehen, es kann ja zum Beispiel auch sein, dass du aufhören wolltest, zu rauchen oder Alkohol zu trinken oder immer wieder aus Frust zu essen, ja. Wenn du aber immer wieder dir sagst, oh, ich schaffe das nicht, ich brauche unbedingt die Zigarette oder oh, ich fühle mich jetzt so einsam, ich muss jetzt Schokolade essen, das tröstet mich. Wenn du dir das innerlich immer wieder sagst, manifestierst du auch genau das immer wieder, ja. Bedenke das Resonanzgesetz. Das, was in dir ist, ziehst du im Außen an. Und deswegen geh mutig voran und sag dir immer wieder, jetzt ist für mich die Zeit da, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ja? Es geht hier wirklich darum, diese Herausforderung anzunehmen. Das ist schwierig, gerade wenn man lange Zeit energetisch an etwas oder jemandem festgehalten hat, ist es schwer, das wirklich hinter sich zu lassen. Aber es ist der erste Schritt dazu, daran zu glauben, dass du es kannst. Denn der Magier, ich komme jetzt hier zur zweiten Karte der großen Arkana, der Magier sagt dir ja wirklich explizit, du kannst es. Denn der Magier, der vereint, ich halte die Karte mal ein bisschen näher in die Kamera, dass du es auch gut sehen kannst, der vereint alle vier Elemente des Tarots. Schau mal, der hat hier die Münze, der hat den Stab, der hat den Kelch und das Schwert. Ja? Das heißt, du wirst überrascht sein, wenn du erstmal den Mut gefunden hast und bist losgegangen, was du alles bereits geschafft hast und welche, ich möchte sagen, Fähigkeiten sich entwickelt haben aus diesen vergangenen Lernerfahrungen. Ich möchte kurz auf die einzelnen Elemente eingehen, ja. Die Münze steht für deinen Selbstwert. Und genau diese Erkenntnis, ja, wie wertvoll du bist, war ja vielleicht auch der Grund dafür, diesen alten karmischen Zyklus zu beenden. Und es gilt genauso, wenn ich jetzt aus einer Liebesbeziehung aussteige, die mir nicht gut tut, wo mein Wert immer wieder untergraben oder in Frage gestellt wird, gilt es genauso, wenn ich beschließe, ich ernähre mich gesünder, weil ich es mir wert bin, ja, weil mein Körper einfach das Zuhause meiner Seele ist für diese Inkarnation und ich diesen Körper wertschätzend behandle. Also, du hast deinen Wert erkannt, ja,
Dann hast du hier das Schwert liegen. Du hast nämlich eine klare Entscheidung getroffen. Die Schwertkarten sind immer symbolisch dafür, wirklich seinen Verstand zu benutzen und zu sagen, nein, irgendwann ist Schluss, ich beende jetzt diesen Kreislauf, ich durchtrenne vielleicht Anhaftungen oder Verstrickungen, weil sie mir nicht gut tun. Also du hast eine Entscheidung letztendlich für dich selbst und dein eigenes Seelenwohl getroffen. Dann hast du den Kelch hier auf dem Tisch stehen. Der Kelch bedeutet, du hast auf dein Herz gehört. Und zwar nicht im Sinn von Gefühlsduselei, ich höre auf mein Herz, ich kann nicht aufhören, den anderen zu lieben, ja, das meine ich damit nicht. Denn dein Herz arbeitet immer für dich selbst, ja. Deine Herzensenergie unterstützt dich auf deinem seelischen Entwicklungsweg. Und wer meine Readings kennt, der kennt diese Herzöffnungsübung, ja, die ich ja sehr oft erwähne, eben weil es dann doch immer wieder wichtig ist und auch passt in den Kontext. Wenn du dir bei irgendetwas nicht sicher bist, hör auf dein Herz, spür in deinen Herzraum. Wenn sich in dir alles offen, weit und hell anfühlt im Herzraum, in deiner Brust, dann ist es der Weg deines Herzens, dein Seelenweg, dann ist es gut für dich. Und wenn sich bei dem Gedanken an eine Situation dein Brustraum zusammenzieht, du das Gefühl hast, es wird eng und dunkel und das tiefe Durchatmen fällt dir schwer, dann agierst du gerade gegen deine Seele, gegen dein seelisches Wohl. Und hier hast du diese Eigenschaft wundervoll integriert. Und auch wenn du jetzt vielleicht aktuell das Gefühl hast, du hast dein Herz verschlossen, gerade in Liebesbeziehungen, wenn wir uns wirklich von jemandem lösen wollen, ist es erstmal diese Reaktion, dass man sein Herz verschließt. Wichtig ist, dass du es auch wieder öffnest. Denn wir können unser Herz letztendlich nicht nur für eine Person verschließen, ja, und für alles andere in unserem Leben, inklusive uns selbst, lassen wir es offen. Ein Herz ist zu oder auf. Ja, aber im Laufe dieser Entwicklung, im Laufe der ersten Schritte auf deinem neuen Weg, wird dein Herz auch wieder aufgehen. Und zwar eben für dein Leben, für die Dinge im Hier und Jetzt. Und letztendlich auch für deine neu gewonnene emotionale Freiheit. Ja, und letztlich hast du noch den Stab. Ja, hier liegt einer und natürlich möchte ich auch auf den hinweisen, den der Magier hier nach oben hält. Der Stab steht einfach für Feuer und Leidenschaft. Du hast wieder Lust auf Leben, ja? Und hier diese Richtung nach oben zeigt ja zusammen mit der liegenden 8 über dem Kopf des Magiers, dass er an die göttliche Führung in seinem Leben glaubt. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen, ja? Wirklich darauf zu vertrauen, dass du dich immer auf deine göttlichen Helfer verlassen kannst. Ja, du bist gut vorbereitet für diesen Neubeginn. Und diese ungeahnten Kraftquellen, ja, die hier alle für dich bereit liegen, die lernst du erst kennen. Bitte da auch immer wieder um Unterstützung deiner geistigen Helfer, ja, dass du all diese Instrumente einsetzen kannst. Letztendlich steht der Magier auch für Manifestation und da verweise ich wieder auf das Resonanzgesetz. Wer dazu noch kein Buch gelesen hat, ja, dem empfehle ich das. Beschäftige dich mit diesem Thema, dass wir im Außen einfach das manifestieren, was wir im Inneren sind. Und wenn du immer noch anhaftest an dem Alten, das du eigentlich loslassen möchtest, ja, dann ist es sehr, sehr schwer, auf deinem neuen Weg voranzukommen. Deshalb kreiere dir hier auch Visionen, ja. Selbst wenn es dir vielleicht jetzt noch nicht so gut geht, dann stell dir einfach vor, wie möchte ich mein Leben in 6 Monaten leben? Du erhältst, woran du glaubst, ja. Das ist unglaublich wichtig. Und es geht eigentlich schön im Fluss weiter mit der Hohepriesterin. Ich habe ja gerade schon hier angesprochen, dass deine geistigen Helfer dich
unterstützen möchten. Und die Hohepriesterin ist ja jetzt eine der spirituellsten Karten des gesamten Tarots. Und sie sagt dir wirklich wörtlich, ja, dass die Antworten auf all deine Fragen bereits in dir liegen. Deine Intuition, ja, möchte hier angezapft werden. Diese Verbindung zur eigenen inneren Stimme haben wir alle, ja. Ein kleines Kind hat noch eine viel größere Anbindung an seine Intuition. Noch viel mehr Zugang zu diesem tiefen inneren Wissen, mit dem wir alle auf die Welt kommen. Nur im Laufe unseres Erwachsenwerdens, ja, werden eben diese Quellen, sage ich mal, einfach verschüttet. Aber viele Menschen erwachen derzeit und kehren wieder zurück, sich darauf zu besinnen, was sie im Inneren bereits wissen, was sie in sich spüren. Und da passt natürlich diese Übung mit der Herzöffnung ausgezeichnet dazu, ja, dass du dich auch wirklich zurückziehst. Geh in die Kontemplation. Du musst nicht unbedingt meditieren, ja, das ist nicht jedermanns Sache. Aber alleine mal sich 5 Minuten hinzusetzen, ohne Radio, Fernseher, sonstige Dinge, ja, ohne Ablenkung. Einfach nur 5 Minuten hinsetzen am Tag und die Augen schließen. Und mal in dich hineinspüren, ja, wer bin ich eigentlich? Was ist alles in mir, was noch entdeckt werden möchte? Wie oft stellst du dir diese Frage, wer bin ich eigentlich? Wir sind spirituelle Wesen. Ja, das ist auch so einer meiner Themen, die ich immer mal wieder anspreche, weil es mir einfach wichtig ist. Und wenn jetzt heute nur vielleicht, was weiß ich, 10 oder 20 Personen zugucken, die meine Videos nicht kennen, dann möchte ich es für die nochmal sagen. Stell dir immer wieder vor, du bist kein Mensch mit einer Seele, sondern du bist eine Seele in einem menschlichen Körper. Du bist Seele. Also die Hohepriesterin, ja, die möchte dich dazu ermutigen, um Führung zu bitten, ja, bitte deine geistigen Helfer, wer immer das für dich sein mag, ja, jeder hat andere Bezeichnungen dafür, ja, für den einen sind es die Engel, der andere spricht direkt zu Gott oder zu Mutter Maria, vielleicht hast du auch einen Erzengel, ja, oder auch dein höheres Selbst. Bitte immer wieder um Führung, um Zwiegespräche, um Antworten. Auch eine schöne Übung hierfür, die Intuition zu stärken, ja, wenn du abends ins Bett gehst und dich beschäftigt eine Frage. Bitte deine geistigen Helfer, dir über Nacht die Antwort zu schicken. Und der allererste Impuls, wenn du am nächsten Morgen aufwachst, ja, der sollte die Antwort sein. Noch bevor du beginnst, darüber nachzudenken. Denn sobald unser Verstand wieder sich einschaltet, ja, übertünchen wir die Intuition wieder. Du hast so viel Wissen in deiner Seele gespeichert, aus früheren Leben. Aber das ist ein, wie soll ich sagen, ein Schatz, der in uns liegt, aber der von vielen Menschen überhaupt nie geborgen wird in ihrem Leben. Und da möchte dich die Hohepriesterin einfach zum Rückzug ermutigen. Immer wieder wirklich dich nach innen wenden. Auf deine Träume zu achten. Ja. Setz dich mit dir auseinander. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt. Ja? Wir sind zum Teil von unserem Alltag so verplant, ja, auch noch im Freizeitstress, ja, dass wir uns so wenig Zeit nehmen, mal nach innen zu lauschen. Und hier möchte dich die Hohepriesterin wirklich dazu ermutigen, mal die Frage zu stellen, wer bin ich? Wie bin ich? Darum geht es ja auch, um dieses authentisch sein. Wisst ihr, was ich meine? Einfach zu sagen, ich muss mich für niemanden verbiegen. Ich muss niemandem gefallen. Wichtig ist, dass ich mir gefalle. Dass ich für mich so bin, wie ich mit mir zufrieden bin. Also den Blick wegwenden vom Außen, weg von der Anerkennung anderer Menschen, weg von der Bestätigung einer Öffentlichkeit, ja, die dir vorschreiben will, wie du zu sein hast. Darum geht's hier. Ja, und die Herrscherin, ja, das ist natürlich jetzt schon
die Folge all dessen, wenn du diese Prozesse durchlebt hast, ja, in der Energie angelangt, da fragst du dich nicht mehr nur, wer bin ich eigentlich, sondern was will ich eigentlich? Ja? Die Herrscherin, die ist eine Frau, die unglaublich angebunden an dieses innere Wissen ist und daraus dann aber für sich Ziele kreiert. Ja? Die Herrscherin weiß ganz genau, die hat klare Vorstellungen von ihrem Leben, von ihrem Lebensumfeld, von ihrem Job, von einer eventuellen Beziehung, von dem Verhältnis zu ihren Freunden. Die hat Vorstellungen. Die sagt, so würde ich es mir wünschen. Und das ist wichtig, gerade jetzt, wenn du vielleicht auch so in dieser Phase bist, das eine ist jetzt zu Ende gegangen und jetzt fühlst du dich so ein bisschen verloren, setz dir Ziele. Und es kann auch natürlich ein ganz einfaches Ziel sein, ja. Oft hilft es dann auch zum Beispiel, die eigene Wohnung umzugestalten, ja. Oder gerade jetzt, wo es rausgeht, wer einen kleinen Garten hat oder einen kleinen Balkon, ja, da kann man so kreativ sein. Und die Herrscherin ist unheimlich kreativ. Bei ihr geht es hauptsächlich darum, sich wirklich die eigenen Lebensumstände so angenehm wie möglich zu schaffen, weil, nicht jetzt etwa aus egoistischen Motiven, aus dem Ego heraus, sondern weil sie weiß und erkannt hat, dass je mehr sie sich selbst nährt, ja, desto nährender, liebevoller und wertvoller ist sie auch für ihr gesamtes Lebensumfeld. Ja, sie setzt quasi die Samen für die spätere Ernte. Sie kreiert Ziele, sie macht sich Visionen. Ja, da hilft auch oft so ein Vision Board. Vielleicht haben das sogar manche von euch schon. Ja, also wenn ihr zum Beispiel in Zeitschriften Dinge seht, die euch gefallen. Ja, nehmen wir jetzt an, was weiß ich, ein neuer Klamottenstil oder eine neue Frisur oder vielleicht eben auch etwas, was du gern erleben möchtest, ein tolles Reiseziel. Ja, schneid's aus, klebst dir auf ein riesengroßes Stück Papier und hängst dir an die Wand. Das sind ganz praktische Tipps. Ja, aber die können unheimlich hilfreich sein, um so einen Neubeginn zu gestalten. Denn je mehr du vor Augen hast, was du dir selbst alles Gutes tun kannst, was du vielleicht, manchmal, das wisst ihr selber, man sieht vielleicht was im Internet und hat so eine Idee und denkt sich, ach, das wäre eigentlich schön, und dann vergisst man es wieder. Druck's aus oder schreib's dir auf und hängst dir an die Wand. Das sind Inspirationen. Ja, und die Herrscherin, die lebt für sowas, die gestaltet ihr Umfeld total schön, die ist genussfähig, ja, die würde sich keine Dosen Ravioli kochen, ja, die Herrscherin, sondern die bereitet sich liebevoll ihr Essen zu, auch für sich selber. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen von euch trivial klingen, ja, aber ich gebe euch diese Tipps weiter, weil ich aus meiner Erfahrung weiß, wie wertvoll diese Dinge sind. Sich selbst etwas schön zuzubereiten, das ist ein wertschätzender Akt, eine hervorragende Methode, den eigenen Selbstwert zu erhöhen. Ja? Wenn du heute zum Beispiel, nehmen wir an, jetzt an einem Wochenendtag, du musst nicht arbeiten, ja, morgens aufstehst und dir denkst, ah, ich bleib gleich mal im Schlafanzug, ich muss heute gar nicht raus, Haare brauche ich auch nicht kämmen, mich besucht auch keiner und zu essen habe ich ja noch eine Nudelsuppe in der Dose, ja. So, jetzt frage ich dich, würdest du einen über alles geliebten Menschen so behandeln? Würdest du nicht? Würdest du, wenn deine beste Freundin es machen würde, ihr sagen, ja, hast recht, würdest du nicht? Aber bei sich selbst ist man manchmal einfach nicht wertschätzend genug. Und da möchte dich die Herrscherin wirklich anleiten, dich zu hinterfragen, was bin ich mir wert? Umgebe ich mich mit qualitätsvollen Sachen? Umgebe ich mich mit schönen Dingen? Versuche ich mein Wohnumfeld gemütlich zu gestalten? Zünde ich die Kerze auch an, wenn ich alleine vorm Fernseher sitze? Oder zünde ich die nur an, falls ich in 3 Jahren wieder einen Freund habe? Weißt du, was ich meine? Wie gesagt,
soll jetzt nicht lachhaft klingen, ja, ich weiß, dass viele jetzt vielleicht denken, die Tipps, die sind jetzt so ein bisschen trivial, aber das sind Dinge, die ich auch aus eigener Erfahrung kenne und von Klienten und Klientinnen kenne, ja, die mir bestätigen, dass es genauso ist. Da zieht man einfach die löchrige Jogginghose zu Hause an, weil man sagt, es kommt eh keiner mehr, jetzt laufe ich hier im letzten Gewand rum, ja, und jedes Mal, wenn ich am Spiegel vorbeigehe, drehe ich mich weg und denke mir, oh Gott, ich sehe aus wie ein Sack. Ja, aber genau das ist es. Also dann, du brauchst keine teure Jogginghose, aber sie soll schön sein und keine Löcher haben. Sie soll angemessen für dich sein. Ich habe so viele Videos gemacht, in denen ich erzähle, ja, du sollst dich als Königin fühlen. Bloß wie kannst du dich als Königin fühlen, wenn du in löchriger Jogginghose am Sofa sitzt und Dosenravioli isst? Das meine ich damit. Und da möchte die Herrscherin dich anleiten, wirklich zu sagen, nähre dich. Das tut deinem Selbstwert gut, das schafft neue Impulse, neue Ziele, neue Motivation. Sei kreativ, gestalt was um. Du gestaltest gerade dein Leben neu. Ja. Ah, ich fand das Reading wundervoll. Ich hoffe, euch geht es auch so. Ich bin jetzt richtig im Flow, meine Wangen glühen. Ich bin jetzt richtig energetisch vollkommen aufgeladen. Und hoffe, dass etwas von dieser Energie zu euch rübergeschwappt ist. Ja, ich liebe diesen Neumond jetzt schon, denn das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist die Energie dieses Neumondes. Und vielleicht denkt der eine oder andere, der es jetzt gesehen hat, am Sonntag mal an mich, ja. Und wenn ihr eure Jogginghose aus dem Schrank holt, prüft mal, ob vielleicht die ein oder andere in die Altkleidersammlung kann. Ich kann euch wirklich nur raten, seid zu euch selbst so gut und wertschätzend wie möglich. Ja, damit kreiert ihr ein unglaublich ausdrucksstarkes Energiefeld um euch, was dann auch ebenso wertvolle Dinge in euer Leben zieht. Ja, meine Lieben, wundervolles Reading. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ja. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine tolle Neumondzeit. Ich wünsche euch wirklich viele Erkenntnisse auch auf diesen ersten Schritten eures neuen Weges. Und wir hören uns dann natürlich wieder zu den ja, Readings für die Sternzeichen. Die werden wahrscheinlich morgen online gehen, also am Samstag. Und dann natürlich auch wieder zu einem neuen Mondreading zum kommenden Vollmond dann in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn ihr mein Video liked, wenn ihr es teilt, wenn ihr meinen Kanal abonniert und natürlich auch, wenn ihr mich auf Facebook besucht. Unter anderem freue ich mich natürlich über jeden Euro freiwillige Unterstützung für meine Arbeit hier auf YouTube und auf Facebook. Ihr bekommt alles weiterhin kostenfrei von mir natürlich zur Verfügung. Und wer mir eine kleine Spende zukommen lassen möchte, ich verlinke euch die Adresse für PayPal in der Infobox. Und ansonsten natürlich per Mail auch gern über meine Bankverbindung. Herzlichen Dank an der Stelle und bis bald. Eure Uli. Tschüss.